grüßt und ich grüße euch auch. Ich bin Renate und wir haben ein neues Set von Craft Buddy mit der Nummer 586115, Verzeihung, von oben gelesen. So, dann machen wir es mal auf. Wo geht's auf? Hier. Ja, schau mal, Sammy. Komm. Sammy, komm. Hier hin. Komm hier hin. Guck mal hier. Okay, dann geh weg. Auch gut. Also, da haben wir also eine Rolle 25 Meter doppelseitiges Klebeband und Blätter. Weihnachtliche Blätter. Wir schauen mal auf den Zettel. 108 Acrylelemente und eine Rolle doppelseitiges Klebeband. Na, dann schauen wir mal. Das sieht ja sehr vielversprechend aus. Das hat auch wirklich noch gefehlt. Weihnachtliche Blätter. So, das legen wir mal rein. Ah, das sind erstmal schöne Elex-Blätter, die wir alle zu Weihnachten lieben. Wow. Und wieder facettiert an der Oberfläche. Verschiedenste Grüntöne und weißer, goldene. Wow, die sehen ja edel aus. Die fühlen sich so schön an. So angenehm. Richtige Elex-Blätter. Richtige tolle Elex-Blätter. Und jedes hat oben eine kleine Öse. Seht ihr das? Da kann man entweder eine Schnur oder ein Gummi, einen dünnen Draht durchziehen und dann Ohrhänger machen, Kettenanhänger, Mobilis, was auch immer. Oder man klebt es einfach an mit dem doppelseitigen Klebeband oder mit Heißkleber. So, da haben wir auch wieder Elex-Blätter. Achso, das erste Tütchen waren 18 große Blätter und 18 kleine Blätter. Und auch die haben wieder jedes eine kleine Öse hinten. Seht ihr? Und alle sind wieder toll facettiert. Ja, ich denke mal, genau so ist es. Die gleichen Farben wie bei den großen. Also hellgrün, dunkelgrün und gold. Das schieben wir mal davor. Hallo, Sammy, auch wieder da. Und dann sind dreiteilige Elex-Blätter. Mit, wow, so richtige rote Beeren, Elex-Beeren in der Mitte. Schick, ne? Und die gleichen Farben wieder. Und das sind auch 18 Stück. Dunkelgrün, hellgrün und weiß mit Gold. Wow, also das ist ja mal eine Pracht. Hm, könnt ihr das sehen? Die roten Beeren, die sind richtig rund. Wow, das ist ein richtiger Schatz wieder. Ich schiebe sie mal beiseite und nehme die nächsten. Dann nehme ich diese Blätter. Irgendwo geht es auch auf. Es sind jedenfalls 18 Stück wieder. 18 Stück von diesen tollen Blättern. Wow, das sind Weihnachtssterne. Niedliche kleine Weihnachtssterne. Grün, weiß-gold oder rot-gold oder gelb-gold. Und auch hier, ich halte mal hier vor, hat jedes eine eigene Öse, sodass man es auch aufhängen kann, wenn man möchte. Und den findet das langweilig und geht. Kann ich verstehen. Sammy, wie findest du es? Ich finde es toll. Oh, ein richtiger Schatz. Wieder super facettiert, glitzernd, goldig. Toll, sehr schick. Und dann haben wir noch kleine Schneeflocken oder Eiskristalle. Wir hatten schon mal welche in größerer Ausfertigung, aber die niedlichen kleinen hier. Oh, die haben sogar zwei Ösen.
an jeder Seite eins. Da kann man die sogar so als zum Beispiel zu einem Armband aufhellen oder an Kette. Schick, schick, schick. Welche Farben haben wir? Oh, das ist ja mal eine Farbe hier. Toll. Hellblau, dunkelblau und voll dunkelblau. Fein, sehr fein. Die lege ich hier unten hin. Und das letzte Tütchen waren übrigens auch 18 Stück. Und das letzte Tütchen mit 18 Stück, das sind diese Eiskristalle. Oh, die sind aber auch sehr schön. Schaut mal. Und auch die haben wieder zwei kleine Löcher zum Auffädeln. Einige sind weiß auf der Rückseite und andere, die vorne klarer sind, die haben eine silberne Rückseite. Sehr schick. Ein neuer Schatz. Ein neuer Schatz ist in der Stadt. Ich bin sicher, das gefällt euch auch super. Und die sind ganz leicht, ganz leicht. Die kann man also wirklich gut auf eine Karte kleben. Auf jedes Geschenk, auf jede Home-Deko. Also jetzt mal ehrlich, ein so ein Teil auf ein Geschenk. Jetzt sehe ich gerade diese hier, die dreieckigen, die haben sogar drei Löcher. Kann man das sehen in der Kamera? Wirklich auf jeder Ecke ein Löchlein. Kann man also richtig toll mit basteln. Ja, noch ist es mein Schatz, aber bald kann es euer Schatz sein. Bis dann. Tschüss.